Welchen Split trainierst du? Das ist eine der Fragen, weswegen Leute sehr häufig in Gyms diskutieren, weil man sich fragt, welcher Split bringt denn den maximalen Muskelaufbau? Und dann sagt der eine, hey, der Ganzkörperplan macht am meisten Sinn. Der andere sagt, nein, Bro, der Oberkörper, Unterkörper, der Dreier-Split, der Fünfer-Split. Und hier sind die Begründungen meistens nicht so wirklich gut. Der eine hat vielleicht ein Bodybuilding-Magazin gelesen oder eine Routine sich angeguckt von jemandem, der ultra breit ist und sagt, ja klar, wenn der so trainiert, dann ist das, was am allermeisten Sinn macht. Der andere hat vielleicht zwei, drei wissenschaftliche Papiere geguckt und sagt, ha, für den Anfänger ist der Ganzkörperplan der beste. Aber so richtig begründen kann das keiner. Und ich will in diesem Video Klarheit darüber bringen, welcher Split für wen am allerbesten ist und was die Logik dahinter ist, damit ihr, wenn ihr das nächste Mal darüber diskutiert und selber euren Plan auswählt, ihr die richtige Entscheidung trefft und keine Zeit mehr verschwendet und den besten Plan findet für euren Alltag und für den maximalen Muskelaufbau. Let's go! Bevor ich euch zeige, welcher Trainingssplit der beste für euch ist, will ich euch zeigen, warum ihr überhaupt einen Split braucht. Dafür müssen wir drei wichtige Dinge verstehen: das Trainingsvolumen, die Intensität und die Regeneration. Das Volumen ist die Anzahl der Sätze, die wir pro Muskelgruppe pro Woche machen. Und hier haben wir gelernt in anderen Videos, dass je mehr Volumen wir haben, desto mehr Muskeln bauen wir auf. Ab einem gewissen Punkt haben wir zu viel Volumen und da bauen wir immer weniger Muskeln auf und wir schütten immer mehr Zeit und Energie rein und erhalten immer weniger Muskelaufbau. Als zweites müssen wir verstehen, was Intensität ist. Und Intensität können wir über zwei Wege messen. Der erste Weg, wie wir sie messen können, ist über die Maximalkraft. Die Maximalkraft können wir angeben im sogenannten One Rep Max. Heißt, wenn wir zum Beispiel Bankdrücken nehmen als Übung und gucken, wie viel Gewicht du einmal bewegen kannst, maximal, und sagen zum Beispiel, das ist 100 Kilo, dann sind 100 Kilo dein One Rep Max. Aus diesem One Rep Max können wir Empfehlungen bilden, mit was für Trainingsgewichten du arbeiten solltest. Zum Beispiel, wir sagen, 75% von deinem One Rep Max solltest du für 10 Wiederholungen schaffen, um ans Muskelversagen zu kommen. Das ist wiederum der zweite Weg, wie wir Intensität messen können. Das ist die sogenannte RIR. Wie viele Wiederholungen bist du vom Muskelversagen entfernt? Heißt, wie viele Wiederholungen hast du noch im Tank? Bei dem Beispiel 75% von 100 Kilo, 75 Kilo, 10 Wiederholungen, keine mehr im Tank. Dann hast du eine RIR von 0. Wir gehen in diesem gesamten Video davon aus, dass wir immer über alles, was wir reden, von einer RIR von 0 bis maximal 2 ausgehen, weil das ist das, was man braucht, um auch optimal bei dem Volumen, über das wir sprechen, Muskeln aufzubauen. Und die letzte Sache, die wir verstehen müssen, ist Regeneration. Das bedeutet, wir können weder das Volumen noch die Intensität aufrechterhalten, wenn wir entweder an einem Tag alles Mögliche trainieren, weil dann haben wir spätestens nach der zweiten Stunde einen starken Leistungsabfall. Oder wir zum Beispiel die Trainings schlecht aufteilen. Bedeutet, wir trainieren am Montag Brust und trainieren am Dienstag Trizeps, weil wir dann einen Leistungsabfall haben vom Training davor und durch die Vorermüdung, die davor stattgefunden hat. Heißt, der Zielmuskel konnte gar nicht regenerieren. Und das Optimieren für diese drei Dinge schaffen wir nur, indem wir splitten. Jetzt haben wir verstanden, worauf es ankommt und warum wir Trainingspläne splitten. Aber lass uns doch mal die bekanntesten Splits angucken. Einer der bekanntesten Splits ist der Bro-Split. Ich habe nach einer Variante davon ganz am Anfang trainiert und der Bro-Split besteht aus Montag Brust trainieren, Dienstag Rücken trainieren, Mittwoch Bein und Bauch, Donnerstag Schultern, Freitag Pause, Samstag Arme und am Sonntag Pause. Hier sieht man, dass jede Hauptmuskelgruppe einmal pro Woche trainiert wird, außer die Arme, die werden zweimal sogar trainiert, einmal direkt und einmal indirekt. Indirekt werden sie trainiert beim Brust- und Rückentraining, weil wir hier durch die Zug- und Druckübungen immer beim Ziehen den Bizeps mit dabei haben und beim Drücken den Trizeps mit dabei haben. Alle anderen Splits haben eine Besonderheit und zwar hier werden die Muskeln zweimal in der Woche trainiert. Heißt, der Bro-Split ist hier so ein kleiner Exot, weil man hier versucht, maximal intensiv mit höchstmöglichem Volumen die Muskeln so kaputt zu trainieren, dass man aber nur einmal in der Woche die Muskeln trainieren kann. Und jetzt die ganzen weiteren Splits, da trainiert man alle Muskelgruppen zweimal oder vielleicht sogar öfter pro Woche. Hier fällt zum Beispiel der Oberkörper-Unterkörper-Split rein, wo man zweimal pro Woche jede Muskelgruppe trainiert. Zum Beispiel montags trainiert man alle Oberkörpermuskeln, am Dienstag alle Unterkörpermuskeln, dann macht man eine Pause am Mittwoch und dann wiederholt sich das Ganze. Dann haben wir den Push-Pull-Beine-Tag, hier gehen wir sechsmal in der Woche trainieren, man hat Push, Pull, Beine, Pause, Push, Pull, Beine, Pause. Heißt, man hat 6 Trainingstage die Woche und immer nach allen 3 Trainingstagen einen Tag Pause. Zu guter Letzt haben wir den Ganzkörperplan. Den trainiert man 2 bis 3 Mal die Woche. Hier trainiert man im Endeffekt den gesamten Körper. Meistens man trainiert, hat einen Tag Pause, man trainiert, hat einen Tag Pause und man trainiert und dann macht man das Wochenende wieder Pause. Um jetzt herauszufinden, welcher Split der beste ist und am meisten Muskelaufbau bringt, müssen wir genauer verstehen, wie wichtig die Trainingshäufigkeit, also die Trainingsfrequenz ist. Und genau diese Frage haben sich Wissenschaftler 2016 gestellt und
in einer Meta-Analyse untersucht, wo sie 7 Studien genommen haben, wo Leute beim selben Volumen und derselben Intensität unterschiedliche Trainingsfrequenzen hatten. Heißt, alles war gleich, außer wie oft sie in der Woche trainiert haben. Man hat herausgefunden, dass die Leute, die 2 bis 3 Mal ihre Muskelgruppen pro Woche trainieren, deutlich bessere Muskelaufbaueffekte hatten als die, die sie nur einmal die Woche trainiert haben. Und noch eine weitere Meta-Analyse hat genau dieselben Ergebnisse nochmal bestätigt. Hier waren über 40 Studien in der Meta-Analyse und dort hat man sogar herausgefunden, dass die Gruppe, die 2 Mal oder noch mehr ihre Muskeln pro Woche trainiert hat, gegenüber 1 Mal pro Woche trainieren, über 38% schneller die Muskulatur aufgebaut hat, was nochmal dafür spricht, dass die Frequenz ein super wichtiger Faktor ist, den wir berücksichtigen müssen bei unseren Splits. Was aber hier die Ergebnisse ein bisschen schlechter vergleichbarer macht, ist, dass mit der erhöhten Trainingsfrequenz auch das Volumen leicht gesteigert worden ist. Heißt hier für euch, wenn ihr in solchen Studien unterwegs seid, guckt immer, dass man eigentlich nur eine Stellschraube sich verändert, eine Variable und nicht, dass auf einmal 2 Variablen gemeinsam verändert werden, weil man dann nicht mehr sagen kann, ist es jetzt die Trainingsfrequenz oder ist es jetzt auch das erhöhte Volumen? Aber trotzdem ist das ein sehr starker Unterschied und die 38% schnelleres Muskelwachstum sind ja der Durchschnitt aus diesen 40 Studien. Das bedeutet, wir sprechen hier schon von einem echten, soliden Effekt. Die Frage ist jetzt, warum ist das so? Der erste Grund, wieso wir weniger Muskeln aufbauen bei einer niedrigeren Frequenz, lässt sich gut erklären am Beispiel von Bro-Split. Wir gucken uns mal den Armtrainingstag an, der zum Beispiel aus 6 Übungen besteht. Man denkt ja, dass man durch das erhöhte Volumen und die erhöhte Intensität viel krasser reintrainieren kann und eine viel krassere Ermüdung hat und dadurch mehr Damage und einen größeren Muskelaufbau hat. Das Problem dabei ist, dass wir in den ersten 3 Übungen wahrscheinlich unseren ganzen Akku leer machen und die folgenden Übungen 4, 5 und 6 dann eigentlich mit so einem halben oder leeren Akku trainieren. Wenn wir das Training teilen würden in der Mitte und das auf einen anderen Tag legen würden, würden wir diese zweite Hälfte vom Training mit einer viel höheren Intensität trainieren können. Und als nächstes müssen wir uns mal die Muskelproteinsynthese im Detail angucken, weil hier liegt ein Fehler in der Denkweise von den Leuten, die den Bro-Split befürworten. Und zwar denkt man hier, dass je mehr Schaden man akkumuliert im Training in der Muskelphase, also je mehr Mikrorisse man hat, desto größer wird der Muskelaufbaueffekt. Und das stimmt nicht so ganz. Wenn wir uns mal dieses Schaubild hier angucken, dann sehen wir, dass bei trainierten Leuten sehr schnell diese Reparaturmechanismen abgeschlossen sind und auch insgesamt die Muskelproteinsynthese abflacht. Daraus lässt sich ableiten, dass für die trainierten Leute eigentlich sinnvoller wäre, öfter diese Impulse zu setzen, also ein häufigeres Training zu haben. Und wenn wir uns jetzt die Untrainierten angucken, dann sehen wir, dass der Kurvenverlauf ein bisschen anders ist. Erstmal ist der Regenerationsbedarf länger und die Baseline ist höher als gegenüber zu dem Trainierten. Heißt, daraus lässt sich ableiten, dass die Regenerationsprozesse erstmal länger dauern und aber auch, wenn wir auf die rechte Kurve schauen, dass die muskelaufbauenden Prozesse auch mehr sind. Heißt, es werden mehr Muskeln aufgebaut, aber auch der Regenerationsbedarf ist höher. Wir leiten daraus ab, dass wir vor allem die Trainingshäufigkeit bei einem Anfänger im Auge behalten müssen. Wir dürfen ihn nicht übertrainieren, weil er das nicht regenerieren kann. Und gleichzeitig müssen wir aufpassen, dass ein Anfänger nicht zu hohe Intensitäten fährt, weil hier der muskelaufbauende Anteil nicht mehr werden würde, sondern nur der Regenerationsbedarf sich erhöhen würde. Ich habe euch jetzt die ganzen theoretischen Grundlagen gegeben, worauf man achten muss, wenn man einen Split auswählt und welche Variablen wir maximieren müssen, damit der Muskelaufbau maximal ist. Es gibt viele weitere Gründe, auf die man achten muss, vor allem auch die persönliche Präferenz. Das ist etwas, was viel zu kurz kommt, wenn es darum geht, wie man solche Splits auswählt und wie man generell sein Training gestaltet. Weil das Wichtigste ist, dass du überhaupt hingehst. Wenn du jetzt aber sagst, das Ganze ist so ein kopfwickender Prozess und du hast keinen Bock, Zeit zu verschwenden im Gym, dann haben wir mit MCI das Richtige für dich. Denn dort werden all diese Entscheidungen für dich abgenommen. Du wirst als Individuum erfasst von uns durch unseren Algorithmus und all die Wissenschaft, über die wir gerade sprechen, steckt in unserem Algorithmus drin, sodass du immer die sinnvollste Empfehlung bekommen kannst, aus der du dann auswählst, was dir am meisten Spaß macht und danach trainierst. Und das kannst du jetzt alles in 2 Minuten erledigen, indem du in den App Store gehst, MCI eingibst, die App dir runterlädst, die Analyse fertig machst und einfach nur den Code TIM am Ende eingibst, damit du noch maximalen Rabattspaß aufs Jahresabo und sofort noch loslegst, ob daheim oder im Gym. Die App macht dir alles fertig. Aber jetzt zurück zum Video. Damit du jetzt weißt, welcher Split für dich der beste ist, ist es wichtig, mal Individualität zu verstehen im Kraftsport. Und zwar gibt es hier verschiedene Progressionslevel, die wir benutzen können, damit du dich einkategorisieren kannst, damit du weißt, ey, welcher Split macht für mich vielleicht am meisten Sinn oder welcher Plan. Und die Progressionslevel funktionieren so, dass es 4 Stück gibt und die hängen davon ab, wie lange du am Stück mit Plan trainierst. Nicht diese, ich war mal on und off und so, sondern wirklich mit Plan
am Stück trainierst. Und dann gibt es den Anfänger, der hat keine Trainingserfahrung, bis 3 Monate Trainingserfahrung. Dann gibt es den leicht Fortgeschrittenen, der ist ab 3 Monate Trainingserfahrung. Dann gibt es den Fortgeschrittenen, ab 12 Monate Trainingserfahrung. Und dann gibt es den Profi, der mindestens 3 bis 5 Jahre Trainingserfahrung hinter sich hat. Und jetzt kannst du einfach mal dich fragen, ganz ehrlich, wie lange habe ich am Stück mit einem Plan gescheit trainiert? Und dann fällst du in eine von diesen 4 Kategorien. Ein kompletter Anfänger ist komplett bedient, mit 2-mal die Woche Ganzkörper zu trainieren. Das ist ganz einfach, das hört ihr überall und alle wollen irgendwelche Abkürzungen haben. Und das sind genau die Leute, die mir leid tun, wenn die dann Sidequesten mit irgendwelchen Bro-Splits und sich halt richtig viel Zeit zerstören dadurch. Heißt, wenn ihr zum Beispiel mit dem Bro-Split als Anfänger trainieren geht, dann geht ihr zum Beispiel für ein Beintraining 5 Sätze trainieren, weil mehr ihr nicht regenerieren könnt und auch mehr für euch nicht unbedingt Sinn macht. Und das Ganze in einem Ganzkörpertraining zu bündeln, wo man halt die optimale Satzanzahl in jede Muskelpartie reinbringt, lohnt sich für euch am allermeisten. Heißt, ihr habt eine gesamtkörperliche Entwicklung und eine Geschwindigkeit, in der ihr Muskeln aufbaut, die ihr nie wieder haben werdet. Und da ist ein Ganzkörpertraining einfach das Sinnvollste, was man machen kann. Die ersten 3 Monate absolut das Beste für euch. Als nächstes haben wir den leicht Fortgeschrittenen hier. Das ist eigentlich schon fast in die Irre führender Begriff, aber nach 2 bis 3 Monaten seid ihr soweit, meistens nach 3 Monaten. Und dann könnt ihr als nächstes auf euren Ganzkörpertrainingsplan noch einen 3. Tag hinzufügen. Heißt, ihr trainiert 3-mal die Woche statt 2-mal die Woche. Und hier ist man sicher in den Grundlagen. Man beherrscht jetzt die Übungsausführungen. Man kann jetzt wirklich auch stärker werden. Und man sieht auch schon erste Effekte. Und mit dem 3-mal Training in der Woche macht ihr euch echt richtig gut platt. Und das werdet ihr auch spüren. Und jetzt beim Fortgeschrittenen nach 12 Monaten, was hier jetzt passiert ist, dass ihr mit dem Oberkörper-Unterkörpertraining zwar einen Trainingstag mehr die Woche habt, aber overall eure Trainings leicht kürzer werden als beim Ganzkörpertraining. Und was jetzt noch hinzukommt, ist nicht nur, dass ihr einen Split habt, sondern dass ihr jetzt das erste Mal Isolationsübungen mit in eurem Trainingsplan habt. Heißt, ihr trainiert eine eingelenkige Übung. Bizeps-Curls, Bein-Bizeps-Curls, Beinstrecker und so weiter, dann fängt es jetzt auch an, richtig Spaß zu machen. So, jetzt ist diese fortgeschrittene Zeit natürlich so, dass du nicht die ganze Zeit den OK-UK trainierst. Und das nächste Level als Profi ist Minimum 3 bis 5 Jahre entfernt. Und da werdet ihr gezwungenermaßen vieles ausprobieren. Das, was meistens nach dem OK-UK bei den meisten Leuten kommt, so intuitiv, ist Push-Pull-Beine. Man splittet nochmal einmal mehr, heißt Ganzkörper auf 2er-Split. Jetzt ist man bei einem 3er-Split. Und bei diesem 3er-Split merkt man dann, okay, ich kann jetzt noch mehr Intensitätstechniken ausprobieren. Ich kann jetzt noch mal ein neues Übungsrepertoire ausprobieren. Man merkt nach dem OK-UK, merkt man ästhetische Schwachstellen, wo man sagt, hey, meine Brust könnte zum Beispiel noch eine Isolationsübung mehr vertragen, weil ich zum Beispiel vielleicht keine Cable Flies gemacht habe. Hier müsst ihr einfach mal auf euch selbst gucken, in den Spiegel gucken und euch fragen, okay, wo habe ich Probleme, wo habe ich Asymmetrien vielleicht, wo habe ich Schwachstellen und wie kann ich vor allem an diesen Schwachstellen arbeiten? Sind die trainingsplanbedingt oder haben die andere Ursachen? Und dann kommt ihr eben mit der Zeit auf dieses Profilevel. Dieses Profilevel hat jetzt keine klare Definition, aber was ich damit sagen will, ist, dass auch wenn ihr jetzt dann sagt, ich komme vielleicht sogar von dem 3er-Split auf einen 4er- oder 5er-Split, könnt ihr das ausprobieren, ihr habt dann ein sehr gutes Muskelgefühl und ihr habt auch mittlerweile die Ausdauer, so ein Training wegzuregenerieren. Heißt, ihr könnt auch eine hohe Intensität bei einem höheren Volumen beibehalten und einfach gucken, wie sich das für euch anfühlt. Denn hier gibt es nicht so viel Wissenschaft dazu und da seid ihr diejenigen, die Pioniere, die neuen Informationsgewinn betreiben, weil ihr mit eurer Intuition eben herausfindet, was euch am besten tut und was vor allem ab diesem Trainingslevel vielleicht neue Gesetzmäßigkeiten sind oder neue Dinge sind, die wichtig sind. Und jetzt neben dem ganzen wissenschaftlichen Blablabla ist Pragmatismus hier super, super wichtig. Ich will euch immer erklären, was die Wissenschaft sagt, was das Optimalste und Beste ist. Wenn ihr jetzt aber sagt, hey, mir macht zum Beispiel ein Bro-Split mehr Spaß als ein Ganzkörpertraining, dann trainiert das. Es gehört dazu, vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr lang seine Erfahrungen zu machen, auch mit Training, was es vielleicht unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten nicht den schnellsten und besten Muskelaufbau bringt, ist es auf der anderen Seite auch Schwachsinn, wenn ihr dann nicht trainieren geht, weil es euch einfach nicht gefällt, so zu trainieren. Ich will einfach informieren für die Leute, die sagen, hey, ich will mich an Empfehlungen halten, die für mich am meisten Sinn macht. Aber das Wichtigste ist, das muss euch Spaß machen und es muss in euren Alltag passen. Und wenn ihr sagt, ey, ich komme mit einem Ganzkörperplan super gut zurecht und ich will vielleicht auch gar nicht weiter hinaus darüber progressieren und 3-mal die Woche passt mir, dann ist das auch okay. Heißt, pickt euch aus diesem Video das, was euch passt, in euren Alltag passt und auch wenn es vielleicht nicht das Optimalste ist, heißt es nicht, dass es keinen Effekt hat. Wir reden hier gerade überall über Optimierungen von ein paar Prozentpunkten und schnelleren und besseren Muskelaufbau. Aber das heißt nicht, dass man keine Muskeln aufbaut, wenn man irgendwas davon nimmt. So, weil nur der regelmäßig trainiert, der hat auch Erfolg. Falls euch das Video geholfen hat, liked es gerne, schreibt unten in die Kommentare, falls ihr irgendeine Frage offen gelassen habt oder ihr noch Input habt. Und ansonsten abonniert gerne den Kanal, wenn ihr Bock habt auf einen Podcast oder das nächste Mal, wenn wir so eine Art von Video machen. Ich bin gespannt, auf welche Sachen euch als nächstes interessieren. Ich hoffe, dass wir hier ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen konnten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.